السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جب میں صحابہ wenn ich über die Sahaba berichte, über ihre Ereignisse, und wenn ich über einen bestimmten Sahabi berichte, ihre Kinder und ihre Nachkommen freuen sich darüber in ihren Briefen und bitten um Gebete. Beten Sie, dass wir und unsere künftigen Generationen diese Ehre beschützen, die uns durch unsere Großväter oder Urgroßväter zuteil geworden ist, indem sie Bait an der Hand des Weißen Messias gemacht haben, an der Hand des Imams der Zeit gemacht haben und sie direkt von dem Imam der Zeit profitiert haben. Aber es hat mich verwundert über eine Gelegenheit, als ich hörte, dass es auch solche gibt, die Einwände gegen ihre Älteren erheben, dass diese falsch gemacht haben, dass sie ihre Eltern verlassen haben und zum Weißen Messias gegangen sind. In ihren Herzen sind diese falschen Gedanken dadurch gekommen, weil sie keine genauen Kenntnisse über die Situation jener Persönlichkeiten haben, der Altvorderen haben. Und als ich angefangen habe, über diese Situation zu berichten, so hat einer sich an mich gewandt, eine Familie, die Familie sagte, sie haben einige Missverständnisse beseitigt, die bei uns bestanden über das Bait. Es gibt also Missverständnisse, die sie über ihre Älteren haben, über die Persönlichkeiten der Gemeinde.
Und wenn diese Missverständnisse beseitigt sind, dann kommen sie wieder näher zur Gemeinde, zur Jamaat. Und Khalifatul Masih Rabe hat eine Reihe von Ansprachen begonnen, in denen er über die Sahaba informierte, über die Gefährten des Heiligen Messias informierte. Also diese Wiederholung der Geschichte und Berichte über die Sahaba, das sollte immer wieder stattfinden, damit die Jamaat profitieren kann. Es gibt Personen aus den Familien der Sahaba, die sich von der Jamaat entfernen. Sie tun das manchmal wegen falscher Verhaltensweise von Amtsträgern. Und sie sagen dann, auch unsere Altvorderen waren falsch. Diese Leute sollten nicht sich beeilen, traurig zu sein, wenn ihnen etwas passiert, wenn ein Missverständnis passiert. Und diejenigen, und sie sollten noch für die beten, die Anlass geworden sind für diese Entfernung von der Jamaat. Die Besorgs dieser Familien haben mit großer Mühe Ahmadiyyat akzeptiert, große Mühe dafür verwandt, haben sich sehr angestrengt, oder durch Leitung von Allah sind sie zu Ahmadiyyat gekommen. Und diese Besorg waren richtig. Es ist wichtig, dass man mit klarem Kopf, mit leerem Geist, ohne Missverständnisse, ohne Vorurteile betet und Gott um Leitung bittet, damit keiner von uns sich von der Jamaat, von der Gemeinde entfernt. Wenn solche das überprüfen, nachdenken darüber, werden sie feststellen, dass es Kleinigkeiten sind, kleine Anlässe, die sie von der Jamaat, vom Glauben entfernt haben. Also Nachkommen der Sahaba, der Gefährten, die aus irgendeinem Grund sich von der Religion oder von der Nizam-e-Jamaat, von der Gemeinschaft entfernt haben, deren weltliche Gedanken sie überwältigt haben oder ihr Ego sie überwältigt hat, sie sollten immer für sich beten, dass sie auf den rechten Weg geleitet werden. Sie sollten die Wohltaten ihrer Älteren bedenken. Die größte Wohltat ist doch, dass sie an den weißen Messias geglaubt haben und dass die Gnaden durch diese Beit sind ihnen zuteil geworden. Mögen immer gute Gedanken über die Jamaat in ihren Herzen sein und keine Kritik und Einwände. Nun werde ich nach kurzer Einführung auch über die Ereignisse von Sahaba-Begebenheiten der Sahaba berichten. Herr, einer berichtet, Sahabi, er sagt, ich sagte zu einem Molvi Sahib, Sultan, Mirza Sahib hat beansprucht, Mahdi zu sein und Messias zu sein. Und wenn er ein Wahrer ist, wenn er in unserem Land erschienen ist,
wenn wir ihn nicht erkennen und an ihn glauben, es wäre doch besser, dass wir zu ihm gehen und seinen Anspruch überprüfen. Der ist doch in unserer Heimat erschienen, dass wir nicht einmal uns die Mühe machen, zu ihm zu laufen. Der Maulvi Sahib war ein Mensch mit gesundem Verstand. Ich nahm ihm ein Versprechen ab. Er ging und ich schlief ein. Also er ging weg und ich schlief ein. Ich konnte nicht gehen. Ich schlief ein und ich sah im Traum, dass es ein schönes Haus ist, das vier Türen hat. Und im Osten gibt es ein Feld, wo viele ehrenhafte, weiß gekleidete Menschen in einem Kreis sitzen. Sie sind mehr als 100. Unter ihnen sitze ich auch. Plötzlich aus dem Osten erscheint eine Persönlichkeit mit erleuchtetem Antlitz, Gesicht, und er wandte sich an diese Menschen, und dieses erleuchtete Persönlichkeit sagte zu mir: Gott hat alle deine Sünden vergeben. Und ich war davon überzeugt, dass dies der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und ich erwachte und fing an, Duru zu beten, und sagte mir im Herzen: Wenn der Morgen anbricht, dann gehe ich zu Maulvi Sahib und berichte ihm über meinen Traum. Und ich erzählte ihm von meinem Traum, und er sagte: Du bist ja glücklich, beneidenswert. Herr Asghar Ali berichtet, dass der Faisal Messias zu sagen pflegte: Wenn Menschen Tabligh machen, dann sollten wir die Leute darauf hinweisen, dass nach dem Isha-Namaz sie vor dem Einschlafen zwei Nafl beten mit neuem Wuzu, und dann sollten sie in diesem Gebet zu Allah beten: O Allah, wenn diese Gemeinde wahr ist, dann leite uns zu dieser Recht. Er hatte einen Freund, den ich als Mitarbeiter mitgenommen hatte. Ich sagte ihm von diesem Rezept, das von des Weißen Messias. Er hat das gemacht, und er hat im Traum gesehen, dass er in einem Haus ist, und sein Vater ist auch da. Und das Zimmer, in dem sie sich befinden, ist sehr erleuchtet und hell. Und aus dem Himmel kommt eine Welle des Lichtes, und das den Raum mit Licht erfüllt hat. Und eine schöne, heilige Gestalt kommt. Und er spricht zum Sohn: Das ist der Imam Mahdi. Und beide, nachdem ich dieses schönen Traum hatte, erwachte er, und er bat darum, um weit zu bitten. Also seine ganze Familie ist jetzt Ahmadi. Maula Bakhsh Sahib, Sohn von Umar Bakhsh Sahib, berichtet: Ich war in einer Schule, Rektor, also Leiter, Schulleiter, und im August, nach dem Regen, in den Ferien, mochte ich gerne zum Faisal Messias gehen. Ein Sohn war krank, und er hatte viele Pickel auf der Haut, und die sich nicht besserten.
Also ging ich aber zum festen Messias und kam zum festen Messias und machte Beit und ich verbrachte dort Beit und verbrachte dort einen Monat. Und als ich zurückkam, dann sah ich, dass mein Sohn vollkommen genesen war und meine Frau sagte, ich hörte auf ihn zu baden, deshalb ist er besser geworden. Ein Herr berichtet, ich habe 1898 einen Traum gesehen, dass ich auf einem Hügel stehe und meine Hände sind nach links und rechts ausgestreckt und da ist eine Kugel auf der rechten Seite und auf der linken Seite ist die Kugel des Mondes, des Vollmondes und da ist ein Berg und ein Fluss und zwischen Berg und Fluss ist eine Wiese und der Berg bedeutet Ehre und Sonne ist der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Vollmond bedeutet der feiste Messias sallallahu alaihi wasallam und Fluss bedeuten die himmlischen Gnaden. Und nach 3 Jahren nahm ich Ahmadiyyat an und 1901 habe ich Ahmadiyyat angenommen. Herr Sheikh Muhammad Afzal Sahab, ehemaliger Inspektor der Polizei in Patiala, er sagt 1901 im Sommer ging ich nach Qadian, um Beit zu machen. Ich kam gegen Abend in Qadian an und ich ging in die Mubarak-Moschee. Mirza Sahib, der feiste Messias, kam, um das Jamaat zu leiten, weil es dunkel war. Er schien mir sehr dünn zu sein. Mein Herz sagte, nein. Er konnte den Fassmissen nicht gut erkennen, dass er sehr fett ist. In meinem Herzen kam der Gedanke, er muss fett sein, weil er das Geld der Menschen und der Satan gab mir falsche Gedanken über den feisten Messias. Er ist voller Schweiß und mein Ego flüsterte mir falsche Gedanken ein über den feisten Messias. Ich wollte aber aus der Tür nicht ohne unverrichteter Dinge rausgehen und ich beschloss, ich sollte in dieser Situation nicht Beit machen. Ich weiß nicht, ob ich Isha gebetet habe oder nicht, aber ich war traurig und schlief 1 oder 2 und 3 Uhr. Erhob mich jemand und packte mich am Hals und er hat meinen Hals so zugedrückt, dass ich dachte, ich wäre fast tot geworden. Und dieser Mann sagte, weißt du nicht, wer Mirza ist? Der ist der Mann, der nie gelogen hat. Und er hat mich dann auf das Bett wieder zurückgeworfen. Und ich erwachte wieder und meine Augen waren voller Tränen. Das war alles Traum. Mein Herz fragte, ob ich, als ich den Feisten Messias sah, er war ein Mensch wie ein Engel. Und wenn er vor mir war, und er war wie ein Geliebter und ich war ein Liebender, ich machte Bett mit Freude und Gott befreite mich aus den Klauen des Satans. Sonst war ich ja fast irregeleitet. Hazrat Qaimuddin Sahab berichtet, ich sah im Traum, dass ich erwacht bin
und aufgestanden bin nach dem Gebet in Moschee in unserem Dorf. Jemand sagte, es ist eine Katastrophe gekommen, die uns alle fressen wird, zerstören wird. Und es ist schwarzes Holz, das überall auf allen Feldern zu sehen. Und ich sage, ja, dieses wird uns zerstören. Man sollte Gottes gedenken. In diesem Augenblick hielten ein paar meinen Finger. Und ich dachte, dieses Insekt würde mich auch töten. Und ich fragte, dieses Insekt, bist du auch von Gott? Ich fragte, ob der falsche Messias wahr ist, und es sagte, ja, der falsche Messias ist wahr. Wenn du nicht an ihn glaubst, so werden wir dich fressen, weil er der Wahrhaftige ist. Dreimal hörte ich das, der falsche Messias ist wahr. Und morgens erwachte ich und fragte meine Mutter, wann ist Freitag? Sie sagte, übermorgen. Also ging ich am Freitag zum falschen Messias und machte dort bei ihm. Sohn von Amir Bakshar berichtet, sie waren beide Sahabi. Ich sah den falschen Messias im Traum. Ich ging zum Molvi Ahmed Sahab. Es war Sommer. Ich betete in Zohar Namaz in Masjid Mubarak. Herr Ahmed Din aus Narowal. Las ein Gedicht vor, in dem berichtet wurde, dass Hazrat Abu Bakr den heiligen Propheten auf seinem Rücken in Ghar-e-Sawr mitnahm. Hazrat Masih Maud sagte, der heilige Prophet hatte den Hazrat Abu Bakr Siddiq getragen. Also der heilige Prophet ist gegangen in die Höhle von Saur und der falsche Messias erlaubte ihm, dieses zu drücken, abzudrucken. Hazrat Muhammad Fazal Sahab berichtet, weil ich war sehr unruhig, um beizumachen. Und die Spiritualität des weißen Messias Islam hat mein Herz so verändert. Ich sagte zum weißen Messias, zum Khalifatul Masih Awwal, bitten Sie dafür, dass mein Bayt genommen wird, angenommen wird. Und so sagt immer morgen, dadurch, meine Unruhe wurde immer größer nach dem Bett. Die Zeit ist nah, um den Geliebten zu sehen. Und die Unruhe wird immer größer. Also nach einer Woche war ich überzeugt, ich habe im Traum schon Bett gemacht. Und ich verabschiedete mich von dort ohne Erlaubnis. Er sagte, ich habe schon im Traum Beit gemacht. Ohne den falschen Messias um Erlaubnis zu bitten, ging er weg und kam zu seiner Stadt. Und als er zu Hause war, wurde sein Herz wieder unruhig und dann ging er wieder nach Qadian. Ich kam zur Klinik vom Hazrat Khalifatul Masih Awwal. Er lächelte und sagte, wer ohne Erlaubnis verabschiedet von Imam, ihm passiert das. Also, ich dachte, ohne Erlaubnis des Imams darf ich nicht. Also, ich bestand jetzt nicht mehr auf Bayt, aber mein Herz wurde immer ruhiger und nach 22 Tagen gegen Abend, so sagte, Muhammad Fazil soll Bayt machen. Also habe ich Bayt gemacht und das war Ende 1899. Oder Anfang 1900.
mir Ghulam Muhammad Sahib berichtet. Erst zunächst war ich Hanafi, aber ich war nicht zufrieden im Herzen. Ich habe immer den Wunsch gehabt, den weißen Messias zu sehen, und dann würde ich zu seiner Gemeinde gehören. Ich sah sein Antlitz einmal im Traum, und als ich nach Guardian kam, das war genauso wie im Traum, und habe ich Bett gemacht. Hakim Abdurrahman Sahib berichtet über seinen Vater. Er hat so Bett gemacht. Er berichtete, hier war ein Molvi Alauddin. Er hatte hier eine Moschee. Mein Vater lernte bei ihm. Mein Vater machte Wuzu und fragte ihn, Molvi Sahib, die Sternschnuppen sind sehr viel zu sehen heute im Himmel. Er sagte, der Imam Mahdi wird bald kommen. Das im Himmel werden die Freudenfeste gefeiert für die Ankunft des heißen Messias. Also dann hörte ich vom feisten Messias und ging nach Qadian und machte Beit. Und ich kam zurück und sagte, Molvi Sahib, ich habe schon Beit gemacht. Was denken Sie darüber? Er schwieg. Nach kurzer Zeit sagte, es ist wahr, aber wir sind weltlich. Der Molvi, aber auch gleichzeitig weltlicher Mensch. Miadin Bakhsh Sahib berichtet, der Tag, an dem verheißene Messias eine Mobile hatte mit einem Gegner. Mein Vater war auch zugegen und er berichtet, damals hat der verheißene Messias gebetet und der Hazrat Molvi Nuruddin wurde ohnmächtig wegen dieses Gebetes. Er konnte dieses Gebet nicht ertragen. Als mein Herz bezeugte, dass dieser Mensch kein irdischer Mensch ist, sondern ein himmlischer Mensch. Also er kam zurück und berichtete seiner Sippe über den Verheißenen Messias, dass diese Menschen wie Engel sind. So habe ich meinen Vater und mein großer Bruder von meinem Vater und die ganze Familie haben Ahmadiyyat angenommen. Herr Khansa berichtet, ich habe so weit gemacht. Im Traum sah ich, dass ich draußen den Feisten Messias mit ein paar anderen Freunden sah, mit verschiedenen Heiligen. Und er kam von Bazar und Chaudhry Maula Bakhsh sagte zu mir, machen Sie bei, das ist der beste Zeitpunkt. Der Feisten Messias ist selbst da. Ich ging mit ihm. Sie gingen erstmal zu Chaudhry Maula Bakhsh, dann zu uns, zu unserem Brunnen, und dort hat der Feste Messias das Gebet geleitet und dann erwachte ich. Das hatte er also im Traum gesehen. Mein Herz war überzeugt von dem Antlitz des Festen Messias, also ging ich nach Qadian und machte Beit und blieb dort 3 Tage lang. Und so hat Allah viele habe ich gesehen, durch Träume geleitet. Hazrat Mawlvi Abdullah Sahib berichtet, ich habe 1892-93 Brahini Ahmadiyya gelesen. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich verglich die Schriften des Weißen Messias mit den Molvi Muhammad Hussain, und die Argumente von Molvi Muhammad Hussain waren nicht so stark, aber die Argumente vom Weißen Messias waren stark und sie waren auch voller Spiritualität. Also meine Liebe wuchs und ich wurde sehr überwältigt. Ich forschte nach und bekam auch Träume. 1897 sah ich im Traum, dass der Weiße Messias vor mir ist. Ich bin Richtung Osten gewandt und der Feiste Messias schaut zu mir. Und Khalifa Masih Sani ist zu seiner Rechten. Khalifa Sani war vielleicht 8 oder 9 Jahre alt. Hazrat Akbas zeigte auf den zweiten Khalifen und sagte,
Ahmed war ein Prophet, ein Gesandter. Und der Ahmed, der jetzt ist, wer ist mit dem Ahmed, mit dem jetzigen Ahmed gemeint? Und der Khalifa Sani zeigte auf den Weißen Messias. Dieser Ahmed ist ein Nachfolger. Also nach diesem Traum schrieb ich mit der Bitte um Beit. Nizamuddin Sahib berichtet, viele Leute bekamen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh des heiligen Propheten, wie der heilige Prophet gesagt hat, übermittelt ihm meine Assalamu alaikum. Er sagt, ich dachte aber immer darüber, dass diese Leute keinen Vorzug haben, sondern der heilige weiße Messias bringt sie dazu. Ich betete sehr viel und der Gott hat mir einen Schatz eröffnet und ich habe Beit gemacht und ich fand Frieden im Herzen. Und dann betete ich und mein Herz wurde eröffnet. Und dann habe ich dann sofort Beit gemacht. Die Einflüsterungen wurden beseitigt. Vilayat Shah Sahib berichtet, 1897 war ich Schüler in einer Schule in Sialkot. Ich war erstmal in der Schülerhaus und dann wurde ich Lehrer und ich hatte über die Ansprüche vom Weißen Messias gehört, aber die waren nicht wie meine traditionellen Gedanken, deswegen neigte ich nicht dazu, Nachforschung anzustellen und im Herzen hatte ich schon eine Abneigung wegen der Propaganda gegen ihn. Also dann gab es eine Epidemie und viele Menschen starben daran. Als ich es sah, draußen gab es viele Leichenzüge und ich dachte, das ist eine tödliche Krankheit und vielleicht greift diese Krankheit mich an und wenn ich sterbe, mit welchen guten Taten werde ich zum Allah gehen? Er hat angelesen, früher oder gelernt zu lesen, jetzt konnte er das auch nicht mehr. Ich war der Beste in der Klasse, aber im Jenseits wird Gott mich nicht fragen, wie gut du in Englisch oder Mathematik bist. Und das beschämte mich sehr. Und ich sollte den Koran nochmals lesen. Also ich habe erstmal selbst versucht, den Koran zu lernen und ich war nicht überzeugt, ob ich richtig lese oder nicht. Dann dachte ich, ich sollte einen Mullah darum bitten und er würde sagen, du bist ja schon so groß und du kannst nicht Koran lesen. Also dann dachte ich, wenn irgendwo über den Koran gelehrt wird, dann werde ich auch dorthin gehen. Und dann werde ich die richtige Rezitation lernen und die Übersetzung lernen. Ich fragte nach und erfuhr, dass außer der Ahmadiyya Moschee nirgendwo ein Dars stattfindet. Also sagte ich im Herzen, egal, ich gehe zu ihnen und lerne Koran. Über ihre Anschauungen werde ich nicht nachdenken. Als ich dorthin ging und der Agha Sahib sagte, geh nicht dorthin. Wenn du dorthin gehst, dann würdest du Mirzai werden. Ich sagte ihm, ich will nicht Mirzai werden, sondern will nur den Koran hören. Am nächsten Tag ging ich in die Ahmadiyya Moschee
Hamid Shah Sahib Marhum war der Koranlehrer. Ich ging jeden Tag zum Dars und hörte die Wahrheiten des Korans. Und Maulvi Abdul Karim Sahib kam auch ab und zu mal. Und einige waren so beeindruckt von ihm, dass sie auch meine nicht einmal die Lehrer an dem Dars teilnahmen. Und dadurch wurden alle meine Zweifel beseitigt. Und ich war überzeugt, dass alle Dinge, die über die Ahmadiyyat gesagt werden, falsch sind. Und dann habe ich Beit gemacht, schrieb also einen Brief mit der Bitte um Beit. Und ich wurde in die Jamaat aufgenommen. Und ich möchte auch sagen, Gott hat mich unter den anständigen Menschen hinein. Er hat mich zum Arzt gemacht und er hat mir Kinder geschenkt. Und das größte Geschenk, das er mir gemacht hat, ist, dass ich stolz bin, ein Ahmadi zu sein. Und Agha Sahib hat die Wahrheit gesagt, dass ich Ahmadi werde. Und ich bin Gott dankbar, dass ich Ahmadi werden konnte. Das sind einige Begebenheiten, die ich hier berichtet habe. Nun möchte ich auch sagen, sobald die Jamaat Fortschritte macht, die Neider und Eifersüchtler werden auch aktiv und sie versuchen auf verschiedene Weise der Jamaat zu schaden. Manchmal durch aus dem Hinterhalt und manchmal offen, manchmal als Sympathisant versuchen sie der Jamaat zu schaden. Deswegen jeder Ahmadi sollte vor allem beten, um vor den Schaden der Feinde bewahrt zu bleiben. Und dieses Gebet, Allahumma inni najaluka fi nahuri min auzubika min shururihim nabikul shayn khadimuka. Und andere Gebete sollten sie beten. Rablina frana sabran wa sabit aqdamana ansurna lil qawmil kafirin. Alle diese Gebete und Durud Sharif, sagte ich, man sollte sehr viel diese Gebete sprechen, damit wir vor dem Schaden dieser Leute, die von den Anschlägen bewahrt werden. In den letzten Tagen hat ein solcher in Facebook ein Bild von Baba Nanak eingestellt und dann auch das Bild vom feierlichen Messias und zeigte eine sehr schlechte Gedanken und über Baba Nanak sehr schlechte Worte benutzt und auf dem Bild geschrieben. Und dann hat er auch ein und über den feierlichen Messias hat auch lobenswerte Worte geschrieben und Sinn und Zweck war, Unruhe zu stiften und Frieden zu stiften. Er wollte nicht den feisten Messias loben, sondern er wollte die Sikhs provozieren. Und der große, eine Zeitung hat noch großes Unrecht getan. Sie haben das alles veröffentlicht und die Sikhs wurden sehr unruhig und sehr durch die Gnade Gottes haben ihre Führer Verstand benutzt und haben sie beruhigt und haben gesagt, die Ahmadis können sowas nicht machen. Das ist mit Sicherheit ein Anschlag eines schlechten Menschen, um uns Streit zu verursachen. Einige Führer von Qadian haben mir geschrieben, dass jemand das absichtlich gemacht hat und die Jamaat, wie es der Jamaat der Ahmadiyya zugeschrieben hat. Die Jamaat kann nie mal so etwas machen, so etwas Sinnloses machen. Also, sie und ihre Organisation haben die Regierung gebeten und auch die Jamaat hat die Regierung gebeten, hier Nachforschungen anzustellen.
und den Verantwortlichen zu strafen. Die Jamaat Ahmadiyya ist immer überzeugt, dass man nie andere provozieren soll und nicht die religiösen Gefühle verletzen soll. Wir sind nicht einmal bereit, nach den Lehren des Korans die Götzen der anderen irgendwie negativ zu beurteilen. Also die Botschaft in der Literatur der Jamaat, die vorhanden ist, da hat der Verheißene Messias Lob ausgesprochen über Baba Nanak. Und deswegen kann sich kein Ahmadi vorstellen, solche schlechten Worte über den Baba Nanak zu äußern. Über Baba Nanak sagte der Verheißene Messias, in einer Zeit hat Gott Nanak Sahab den Geist der Wahrhaftigkeit und der Wahrheitssuche gegeben, als er sehr wenig verbreitet war, und das zeigt, dass er gehörte zu jenen erkenntnisreichen Menschen, die im Inneren zum einzigen Gott angezogen wurden. An einer Stelle sagte der Verheißene Messias, und jeder Gottesfürchtige ist verpflichtet, den Baba Nanak zu ehren und zu respektieren und ihn zu der Gruppe der Heiligen zu zählen. Wir sollten zugeben, dass das wahre Licht, das wir verbreiten wollten, das zu verbreiten, auch Baba Nanak Sahib unterstützt hat, und wir müssen ihm danken dafür. Der Verheißene Messias hat gesagt, meine Aufgabe und die Aufgabe von Baba Nanak Sahib ist die gleiche. Deswegen unsere Gerechtigkeit zwingt uns, dass wir zugeben, dass Baba Nanak zu den anerkannten und angenommenen Dienern Gottes gehörten, die Gott selbst zu sich angezogen hatte. Dann sagt der Verheißene Messias, ich bin stimme überein mit den Sikhs darüber, dass Baba Nanak ein anerkannter Diener Gottes war. Baba Nanak war in Wahrheit ein angenommener Diener Gottes und gehörte zu jenen, denen Gottes Gnaden erwiesen werden, die durch die Hand Gottes gereinigt werden. Ich denke, jene Menschen sind niederträchtig, die über einen solchen Heiligen unziemliche Worte sagen. Raja Ramchandar, Krishnaji Maharaj, alle diese wurden von Gott gesandt und waren heilige Wesen. Also diese Bekanntmachung, wer dieses gemacht hat und das Bild gezeichnet hat, seine Absicht war, Unruhe zu stiften, Unfrieden zu stiften, Zwietracht zu sehen. Und Kadian-Gemeinde hatte eine Gegendarstellung in den Zeitungen veröffentlicht. Und nach uns war Baba Nanak ein sehr Heiliger. Und wir respektieren ihn sehr. Möge Allah uns vor allem Unfrieden, uns und die Ahmadisen Kadian beschützen. Und die Leute mögen erfolglos bleiben in ihren Anschlägen. Nun möchte ich über einige Verstorbenen reden und werde auch ihre Namaz-Jenaza leiten. Der erste ist Herr Abdul Razak Bhatt Sahib, der am 6. Oktober 2012 im Alter von 65 Jahren verstorben ist. In der Lebanon, er war ein Muballigh und Abba Musi, und sein Namaz-e-Janaza wurde in Sadr-Anjuman Ahmadiyya Gelände verrichtet. Es wurde ihm ein falsches Medikament gegeben, deswegen verstarb er. Er war ansonsten gesund. Dann gehörte er zu Gujarat, also kam aus Gujarat, und
seinen Vater war so, dass er regelmäßig Namas machte. Und er war als Molvi bekannt und 1930 hat er Beit gemacht. Als er Beit machte, da verließ ihn seine Frau. Eine Nicht-Ahmadi-Freundin fragte sie, hat er aufgegeben, Namas zu machen? Die Frau sagte, nein, jetzt betet er noch mehr als früher. Dann sagte er, wie kann er dann ungläubig sein? Also dann kam sie zurück, war eine also reine Natur. Abdul Razak Bhattacharya hat in Alamgarh studiert und dann hat er als Murabbi gearbeitet. Dann 1975 kam er nach Ghana, wurde er in Ghana eingesetzt. Dann 1979 bis 1989 arbeitete er als Principal in einer Schule der Gemeinde und 89 kam er nach Pakistan und kam Murabbi. Und dann hat er in der Shobha Nomobai gearbeitet, war Mitglied des Islahi Committee und auch im Islahi Committee hat er sehr erfolgreich mitgearbeitet. Er hatte sehr schöne Art und Weise, um Menschen Dinge zu erklären. Und sein Bruder, seine Frau, schreibt, als Amtul Nur als seine Familie um die Hand seiner Tochter anhielt, fragte ihn, wie hat er im Feld gearbeitet? Der Vater der Braut hat das gefragt. Arbeitet er gut oder sind die Berichte zufriedenstellend? Danach hat er entschieden, diese Ehe, also hat er beschlossen, seine Tochter zu verheiraten. Er hat selbstlos gearbeitet. Wenige Mughalin arbeiten so. Er hatte mit seinen Kindern und Ehefrau sehr freundliche Beziehungen und lud seine Kinder, seine Töchter ein zu Hause und schaute dann mit ihnen zusammen die Khutbah. Immer hat seine Kinder zum Namaz angehalten und er liebte seine Kinder mehr, die mehr beteten. Und als seine Töchter verheiratet werden sollte, da wurde gefragt, wer das sind. Er fragte danach, ob der Sohn Namaz regelmäßig verrichtet und Zanda zahlt. Dann, wenn meine Tochter Glück hat, dann wird sie auch das leere Haus füllen. Aber wenn sie nicht Glück hat, dann können auch manche Frauen volle Häuser leer machen. Und jemand aus seiner Familie wurde aus der Gemeinde ausgeschlossen und er sprach nie mit ihm, solange er nicht vergeben wurde. Er kam zu mir, er sprach aber nicht mit mir darüber und bat nicht darum, bitte vergeben Sie meinen Sohn. Er sagte nur, beten Sie, Gott möge ihm Verstand geben. Und hat immer Nizam-e-Jamaat gefolgt, hat die Khutbah sehr regelmäßig gehört. Und wenn ein Kind laut war während der Khutbah, dann zeigte er seinen Unmut darüber. Als er krank war, blieb er nicht zu Hause und ging trotzdem ins Büro, um für die Jamaat zu arbeiten und sagte, wenn ich ins Büro gehe, werde ich schon
gesund werden. Er sagte, mein ganzes Leben ist für die Jamaat gewidmet. Und das war keine oberflächliche Äußerung, sondern er war der Jamaat gewidmet und das hat er auch gezeigt und das hat er auch getan. Wie ich sagte, in Afrika habe ich mit ihm zusammen gelebt. Damals die Situation war anders als heute. Es war, die Situation war sehr eng und er war oft krank, litt unter Malaria, aber immer, wenn er gesund wurde, hat er angefangen zu arbeiten für die Jamaat. Und die Menschen waren wegen seiner liebevollen Art sehr von ihm überzeugt. Als ich dort ging, er war dort Missionar, dann er hat mich informiert über die Situation dort und er hat mich sehr geleitet, möge Allah ihn lieben und ihm vergeben, möge Barmherzigkeit senden auf ihn und zu den Seelen, die er liebt. Und mögen auch seine Kinder geduldig sein. Eine Tochter ist in Sierra Leone. Sie konnte nicht an der Janaza teilnehmen. Möge Allah sie alle, ihnen allen Geduld geben. Die zweite Janaza ist von Frau Fahmida Munir. Sie ist im Alter von 72 Jahren in Kanada verstorben, in der Levanelei Region. 1964 hat sie in Lahore Medizin studiert, hat sie viele Gelegenheiten, Karriere zu machen, aber kam sie seit 1965 in der Frauenabteilung in der Jamaat, im Jamaat-Krankenhaus, also in Dhabwa, und hat dort sehr lange gearbeitet. Und wenn man anfängt, über ihre Dienste zu berichten, dann braucht man dafür eine ganze Khutbah. 1964 war sie bekam sie einen Job in einem Krankenhaus. In einem Krankenhaus in Großbritannien und las sie, dass ein Frauenarzt oder eine Frauenärztin in einem Jamaat-Krankenhaus benötigt wird. Und es wurde gesagt, wenn keine Ahmadi-Ärztin gefunden wird, dann soll eine christliche Ärztin angestellt werden. Und sie hat ihren Job in Großbritannien praktisch aufgegeben und hat sich bereit erklärt, für die Jamaat, für das Jamaat-Krankenhaus zu arbeiten. Dr. Fahmida sagt, vielleicht hat sie 200 Rupien bekommen. Ein anderer sagte, ich gebe dir 500 Rupien, geh nicht weg. Sie sagte, ich habe sogar ein Jobangebot aus Großbritannien, aber ich will nicht dorthin gehen, sondern ich will nach Rabwa gehen und dort für die Jamaat arbeiten. Sie bekam eine Auszeichnung auch von der Krankenhausleitung und dann kam sie nach Rabwa und hat dort lange der Jamaat gedient. Damals gab es also keine Frauenärztin. Und sie hat also diese große Abteilung alleine geleitet und auch nachts manchmal, auch im Winter, kam sie um. Es wird auch über sie berichtet, dass sie am Tag, als sie Braut war, am Tag ihrer Hochzeit, dass sie in einem Notfall dann
am Tag ihrer Hochzeit ins Krankenhaus ging. Und mögen die anderen Waqfin auch so für die Jamaat arbeiten. Sie war sehr hilfsbereit für die Armen. Es gibt auch die Gewohnheit, dass die Leute Lügen erzählen über ihre Bedürfnisse. Sie hat nie gesagt, ich will Nachforschungen anstellen, ob du die Wahrheit sagst oder lügst. Sondern hat einfach das getan, was von ihr gefordert wurde. Also Hazrat Masih Rabe hat über sie gesagt, sie hat sehr viel Opfer Opfer geleistet und es gibt wenige Leute, die so opfern. Als sie zum Krankenhaus kam und ging zum Hazrat Musleh Maud, der Khalifa Masih Sani wurde berichtet, dass eine Frauenärztin da ist und er betete sehr für sie. Einmal hatte sie gesagt, ich will Etikaf machen. Dann sagte der Khalifatul Masih, dein Etikaf besteht darin, dass du dich um die Kranken kümmerst und ich werde für dich beten. Sie hatte eine enge Beziehung zum Khilafat. Und sie war eine sehr mutige Frau. Hazrat Khalifatul Masih Rabe liebte auch ihre Dichtung sehr. Sie war nicht nur Ärztin, sondern eine sehr gute Dichterin. Sie hatte eine direkte Art, ihre Gedichte zu schreiben und in seiner schönen Sprache, ungekünstelten Sprache, und sie hat 7 Bände veröffentlicht. Einmal kam Hazrat Khalifatul Masih Rabe, als er hier war, hat er ein Gedicht geschrieben oder eine Strophe geschrieben. Das Gedicht war: Haus ist verschlossen seit langem, sage ihm, der soll zurückkehren. Sie sagte, das war eine sehr schöne Art, wie sie das geschrieben hat. Und sie hat ihren Kindern gelehrt, wenn ihr eine Ehre wollt in der Welt, dann müsst ihr eine enge Beziehung zum Khilafat haben. Es wird berichtet, sie war sehr geduldige Ärztin. Die Situation war sehr schlecht damals, aber sie hat sehr hart gearbeitet. Sie war Expertin auf ihrem Gebiet und die kranken Menschen denken immer noch an sie. Dr. Nusajan ist dort im Moment. Sie arbeitet auch. Möge Allah der Ärztemangel beseitigen in Fazl Umar Krankenhaus. Und die wenigen, die dort sind, mögen sie heilende Hände haben. Einmal gab es einen Gedichtswettbewerb dort. Hat sie am Ende geschrieben,
bei diesem Gedichtwettbewerb sollte sie auch ihre Adresse angeben, und sie hat keine Adresse angegeben, weil sie sehr demütig war, sondern auch nur um Gebete für sich selber gebeten. Und sie hat ihre Verantwortung auf hervorragende Weise erfüllt. Und ich glaube, sie hatte um Gebete gebeten, dass sie und sie gehörte zu einem, die ins Paradies gehen, mögen auch ihr Ehemann Geduld haben. Dritte Janaza ist von Nasra bin Zarif, Frau von Akil bin Abdul Qatif aus Hyderabad. Sie war in Norwegen. Sie ist am 23. September gestorben in Leuvenelei Rajon. Die Mutter von ihr, Cousine von einer Ehefrau des Muslim Brothers al-Islam. Und sie hat als Kind Ahmadiyyat angenommen und deswegen musste sie auch sehr Schwierigkeiten erdulden. 1949 hat sie einen Ahmadiyyat geheiratet. Und er war Sohn eines Sahabi. Und älterer Bruder einer Ehefrau von Hazrat Muslim Maud. Sie war eine sehr gastfreundliche Frau und bewirtete die Gäste sehr gerne, die ihren Ehemann besuchten, betete regelmäßig und betete Tahajjud, und eine, die das Wissen liebte. Die Familie ist eine Familie von Wissenschaftlern. Sie war sehr hilfsbereit, freigebig und wollte immer zuvorkommen, bevor jemand bittet. Sie hatte Literatur studiert und hat auch versucht, dass ihre Kinder studieren. 1987 ging sie nach Norwegen, weil ihr Mann als Märtyrer gestorben worden war. Dort versuchte sie, die norwegische Sprache zu lernen. Sie hatte enge Beziehungen zu Jamaat und Khilafat und pflegte regelmäßig die Literatur zu lesen. Zwei Söhne sind Ärzte und hat eine Tochter. Mögen auch ihre Kinder ihre guten Eigenschaften weitertragen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ